Ding hat nur 6, ja. Ja, da. So. Ja, das werden wir auch heute noch versuchen. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, auch mehr darauf zu achten, ob die Maps eher auf weite Distanzen ausgelegt sind oder auf Nahkampf. Und je nachdem entscheide ich dann, ob ich auf diese Bar-Maschinengewehre gehe, die 60 Treibstoff kosten. Dafür hat jedes Schützen-Squad automatisch 2 Bar-Maschinengewehre. Oder ob ich bei den Karabinern bleibe. Muss ich gucken. Das müsste einem dann eigentlich immer ein bisschen den Vorteil geben. Also was heißt Vorteil? Nicht so ganz den Nachteil geben, denn Panzergrenadiere und ich glaube sogar Volksgrenadiere sind gegen eine normale Schützengruppe im Fernkampf stärker. Wenn man dann auch noch 2 Maschinengewehre in seine Reihen mischt, hat man auf weite Distanz keine Chance. Yep, sehr schön. Zwölftausendachthundert geheilt. Tja, ach du Scheiße. Was für Verhältnisse. Alles fucking easy. Boah. Godlike Tank Ring. Ich werde mich bei dieser Gruppe mal bedanken. Hat sich jemand versucht? Halt Ninjas, aber doppeldeutig. Sie verpetzt mich. Nein, ich möchte wirklich nicht, dass wir nochmal so lange auf eine Gruppe, für die ihn hier warten müssen. Jetzt sind wir so weit, wie wir eben waren. Jetzt sind wir im Plus sozusagen. Ja, das ist eine Gruppe, die macht guten Damage und macht auch keine dummen Sachen. Man sieht es daran, dass ich relativ gute Aggro-Control eigentlich hat, ja, obwohl so starke DPS sind. So, mal kurz hier checken, was abhält. Die Map funktioniert sogar diesmal. Pam. Eine schöne Idee von der Atmosphäre her. Auch wenn ich es beim Tag noch awesome-mäßiger finde, muss ich sagen. Ich finde es in der Nacht viel awesome-mäßiger. Bitte Comments, wer sieht das aus? Bitte Comments, wer sieht das nicht so? Nein. Ich kann die Community auch instrumentalisieren. Demagoge. Okay, jetzt wird es hier ein bisschen kritisch. Ich bin toll.
Ja, denn ich hatte meine AOE-Akro-Ding schon eben gezündet. Habe ich das hier nicht abkommen sehen. Der Bubble nur noch losgegangen. Unglücklich. Das ist erstmal eine Banane. Ring, 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 Bananenphone. Das ist eine Unterhaltung hier. Ja, ja, ich weiß auch nicht, worum es da geht, oder? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ein schöner Kronleuchter hier. Der Krieger in unserer Gruppe hat übrigens den brutalen Gladiator mitsamt Waffe. Was hat der Tiger? Der Krieger hat den brutalen Gladiator mitsamt Waffe. Waffen. Und wir haben Akku. Ich kann auch. Unsere ganzen Skelette hier.
Dum, 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 dum. Jip, jip, jip. So. Aber wir sind jetzt in der nächsten Kategorie, was Battlegrounds angeht, ne? Na, wir klären ja auch lieber mal alles. Nee, ist auch mal wieder von Vorteil, sag ich mal, Zauber zu unterbrechen, Spell Reflection anzuwerfen. Man merkt bei dieser Innie einfach, dass das dann wirklich ein Wargame. Ja, ist ja einfach eine recht anspruchsvolle Innie. Ich habe eine zweite Gruppe gepullt durch den Film. Verstanden. Alles klar. Ich sehe nur Explosion gerade, weil ich an meine Spielfigur mit ziemlich nah ran bin. An seiner Spielfigur. Kosa. Habe ich schon die nächste Gruppe pullen oder brauchst du ein bisschen Zeit? Nee, kannst du nicht. No. Ja, das ist mir auch aufgefallen bei den Classic-Innis. Den letzten, die waren schon ein bisschen schwieriger. Das stimmt, ja. Man konnte nicht mehr blöd reinchargen und alles kaputt machen und hoffen, dass der AOE-Damage das richtet. Ja. Nein, ich wollte doch noch. Maybe. Oh, ich habe voll verpasst, dass wir eben Boss gelegt haben. Wann denn? Bei diesem Brunnen. Oh.